Kollegin von mir war letztens im Sprachaufenthalt und dann hat sie mir mega begeistert erzählt, dass sie im Sprachaufenthalt einen Dreier hat mit einem Typ und mit einer Frau. Und seitdem ist sie so ein bisschen, sie probiert es mit Frauen und sie probiert es mit Männern. Und ich habe mich nachher so ein bisschen, also ich habe mich mega gefreut für sie und dann habe ich mich so ein bisschen selber angefangen zu fragen, so, ja, wäre ein Dreier überhaupt etwas für mich? Und ich habe so, also ich habe mir einfach auch Gedanken gemacht und ich habe mir angefangen zu überlegen, so, ich bin 19, ich weiß selber noch nicht ganz genau, was ich wirklich gerne habe, was ich noch nicht so gerne habe. Ich weiß nicht, was die Person ober oder unter mir gerne hat oder nicht so gerne hat. Und dann, wenn nochmal eine dritte Person da wäre, wäre es halt so, du musst auf, also ich muss auf mich schauen, ich muss auf ihn oder auf sie und auf ihn schauen. Und ich glaube, ich wäre mit dieser Situation recht überfordert. Darum habe ich mir so gesagt, so, ich wäre momentan nicht bereit für einen Dreier. Aber ich weiß auch nicht, vielleicht kommt sie ja später mal irgendwann auf mich zu und dann, wenn ich mehr erfahren kann, würde ich es vielleicht zulassen. Aber ist so, momentan ist so das Thema mega bei uns im Freundeskreis, ja, schau, sie hat einen Dreier gehabt, müssen wir jetzt auch einen Dreier machen und sie sind so ein bisschen am Ausprobieren. Aber ich wollte mich so von innen nicht so unter Druck setzen lassen. Also ich sage für mich, ich will keinen Dreier, es wäre für mich eine Überforderung und ich könnte das einfach momentan noch nicht.